da rein können, wenn sie sich verletzt. Und vor allen Dingen, das ist das Tolle, sind heute Morgen so viele Kinder da, die uns ein bisschen helfen, ein Projekt so nach vorne zu schieben, was wir so nach und nach in vielen Stadtteilen installieren wollen. Aber Prävention ist auch ein gesellschaftliches Thema. Wir können alle selbst einen Beitrag dazu leisten, indem wir wachsam sind, hingucken, wenn wo was passiert, auch was sagen. Kann mal was Unglückliches passieren, kleiner Unfall oder man stürzt mal, man braucht mal Unterstützung. Man erkennt das an dem Symbol. Deswegen bekommt jeder Betrieb auch ein solches Symbol. Das kann man dann erkennen, das ist der Noteingang. Dankeschön an euch. Dankeschön, Herr Oeben, dann stellvertretend an den Ortsbeirat, der es mit unterstützt hat und auch mithilft, dass die Verbindungen gut funktionieren. Und wir freuen uns jetzt, der großen Mainzer Volksbank stellvertretend dann unsere Noteingangs. Hier finden Kinder Hilfe und hier ist auf alle Fragen eine Antwortmappe zu überreichen. Für alle, die es unterstützen. Sehr gut. Wir sind in Gonsenheim, jetzt sozusagen die erste Anlaufstelle. Komm rein. Freut uns sehr, dass wir sozusagen den Startschuss geben dürfen. Aber es ist für euch natürlich schöner zu sehen, da kann ich wirklich rein und hier kann ich das gleich erkennen. Alle sind sehr nett, ich habe mit allen gesprochen, freuen sich, wenn jemand kommt, freuen sich aber auch, wenn ihr gar nicht in Not seid. Das ist wirklich wichtig. Ich finde es gut, dass man halt, wenn man verletzt ist oder dass man dann verfolgt wird von Viertklässlern vielleicht, dass man dann halt Hilfe bekommt. Ich finde das Projekt total, weil ich einfach schön finde, dass wenn Kinder verletzt sind, dass sie da Hilfe bekommen. Ja, uns als regionale Genossenschaftsbank ist es wichtig, in kurzen Wegen unbürokratisch Hilfe zu leisten. Und wir alle kennen das von den eigenen Kindern oder Kindern im Freundeskreis. Da stürzt man mal oder hat den Haustürschlüssel verloren. Und dann ist es wichtig, dass man reinkommt, dass man spürt, dass man willkommen ist und dass man eben auch Hilfe bekommt. Und deswegen ist es uns wichtig, hier gleich mitzumachen und den Aufkleber heute angebracht zu haben. Ja, das ist eigentlich eine Geste, die selbstverständlich sein sollte. Wir freuen uns sehr darüber, dass dann ein ganzheitliches Projekt daraus entstanden ist, dass die Kinder in den Schulen auch den Hinweis bekommen, dass es hier Menschen gibt, die sich für die Interessen der Kinder einsetzen. Und der Aufkleber ist, glaube ich, so exponiert angebracht worden, dass es für jedes Kind ersichtlich ist, dass wir hier offene Türen haben für die Belange der Kinder in Gonsenheim. Mein Name ist Wolf Löpen, ich bin der Stellvertreter von Sabine Flegel. Ich bin der stellvertretende Ortsvorsteher seit 11 Jahren. Sabine Flegel hat mich mit dem Projekt beauftragt, mich insgesamt mehr um die wirtschaftlichen Aspekte von Gonsenheim zu kümmern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit vielen Einzelnen dann hier zu sprechen, die gesagt haben, das ist für uns selbstverständlich, wir sind immer für die Kinder da, die können gerne zu uns hereinkommen. Manche haben gesagt, wozu brauchen wir den Aufkleber? Es ist doch klar, aber ich denke, es ist ein sicheres und gutes Zeichen für die Kinder, das auch von außen erkennen zu können, dass sie in dem Laden einfach willkommen sind und eben nicht stören, wenn mal irgendwo was klemmt, wenn ein Wehwehchen ist oder wenn vielleicht andere kleinere, größere Kinder sie bedrängen. Ich finde das toll, wie schnell und wie gut jetzt ca. 10 Einzelhändler in Gonsenheim gleich spontan gesagt haben, wir machen mit. Ich bin auch sehr optimistisch, dass wir diese Zahl leicht verdoppeln und verdreifachen können in den nächsten Wochen und Monaten. Danke.